Das waren Ausschnitte aus dem Film Das Kommando. Der Agent in diesem Film, der eine Menge spannender Situationen zu bestehen hat, ist Lewis Collins. Sie kennen ihn nicht nur aus diesem Kinofilm, sondern Sie kennen ihn auch wahrscheinlich noch besser aus einer Fernsehserie, Die Profis. Wir begrüßen ihn bei uns, Lewis Collins, herzlich willkommen bei Na Sowas. Lewis, es gibt ein paar Typen, vielleicht sollte ich vorher noch sagen, dass wir das simultan machen. Wir haben es geschafft, einen Astronauten zu bekommen, der auf den Mond fliegen wird. Unser erster Versuch einer simultanen Übersetzung beinahe sowas. Ich hoffe, es klappt. Also, Lewis, es gibt so Agententypen wie Sean Connery beispielsweise, der ist einfach James Bond. Und auch Lewis Collins ist einer derjenigen, dem man das einfach abnimmt. Man sagt, boah, der ist genau der Richtige. Hätten Sie sich vorstellen können, auch in Ihrem Privatleben ein Agent zu werden, ein Richter, Polizist, der solche harten Tests besteht? It's my no. Private life as well. Well, I do, but not in that fashion. Ja, ich glaube schon, aber nicht auf diese Weise. Ich trage nicht immer eine Pistole bei mir, aber ich habe schon manchmal Schwierigkeiten, vor allen Dingen mit Damen. Eben, denn die Damen, wollen die nur den Schauspieler Lewis Collins kennenlernen oder meinen die, sie haben auch richtig einen Schulterhalfter umgeschnallt und das drückt beim Tanzen ein bisschen? Nun, ich glaube nicht, dass es einfach nur um eine Pistole geht, die ich bei mir habe. Die mögen mich einfach. Das ist also auf jeden Fall eine Frage der Beliebtheit, die natürlich auch mit der Rolle kommt. Einfach diese harten Männer, viele Jugendliche wollen auch Agenten werden und wir haben uns für sowas was einfallen lassen. Wir haben nämlich, falls es das geben sollte, einen richtigen Partner für Sie gefunden, der sozusagen beim deutschen CI5 arbeiten könnte. Es ist das Bundeskriminalamt und wir haben einen Herrn vom Bundeskriminalamt, den wir natürlich nur hinter einer Glasscheibe zeigen können, weil das alles nicht so ganz einfach war, auch ihn zu kriegen. Natürlich sagen seine Oberen, hör mal, wir enttarnen doch nicht einen unserer besten Männer, euretwegen. Deswegen begrüße ich hinter der Glasscheibe beinahe sowas, Mr. X. Wir haben uns natürlich auch keine Späßchen erlaubt und dass da hinten vielleicht ein Onkel von mir steht oder so. Er ist also wirklich echt. Ich nenne ihn auch wirklich Mr. X. Mr. X, wollten Sie eigentlich schon als Kind Agent werden oder wann kamen Sie auf diesen Beruf? Das ist eine Entwicklung, die kam im Laufe der Tätigkeit für die Polizei. Sie sind also ein richtiger Polizist. Sie würden also nicht beleidigt sein, würde ich sagen, das ist ein Polizist. Nein, ich habe auch großenteils polizeiliche Aufgaben. Was ist denn jetzt Ihr Titel? Also wie nennen Sie Ihre Vorgesetzten? Zurzeit bin ich Kriminalrat. Kriminalrat, da denkt man so Special Agent oder unser Mann in so und so. Aber er ist Kriminalrat, schlicht und einfach Kriminalrat. Mr. X, Sie haben nun eine Ausbildung, die sicher über die anderer Polizisten hinausgeht. Was mir bei Lewis Collins beispielsweise auffällt in den Profis, wenn die ihre Verfolgungsfahrten machen, sie finden immer einen Parkplatz. Das ist also toll, wo sie gerade ankommen, da ist Platz. Wird der vorher vom Aufnahmeleiter freigemacht? War das jetzt eine Frage an Lewis Collins oder an mich? Erstmal Lewis Collins mit der Fantasie. Is that question to me? Ja. Yeah. Geht die Frage an mich? Oh no, in the series, the professor. Nun, in der Serie, die Profis. Helfen uns natürlich alle Polizisten in England immer wieder. Das ist sehr nett. Ja. Und deswegen haben wir keine Parkprobleme. Ja. Wir bekommen keine Strafmandate wegen Geschwindigkeitsüberschreitung. Die sperren Straßen für uns. Das ist wunderbar. Wir können mit 110 Meilen die Stunde fahren. Also er spricht natürlich auch davon. Entschuldigung, habe ich unterbrochen? Unser Simultandolmetscher war fertig. Dankeschön. Mr. X, schön wäre es, wenn das im richtigen Leben auch so wäre. Müsst ihr euch denn an Geschwindigkeitsbegrenzung halten? Sind Sie schon mal im Auto Treppen raufgefahren? Oder runter? Ja, sicher müssen wir uns an Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Wir haben halt keinen Aufnahmeleiter, der uns unterstützt. Aber gefährliche Fahrten machen wir natürlich auch. Dafür haben wir eine spezielle Ausbildung. Wir können also, sagen wir, mit 60 bis 80 Kilometern auf der Stelle bremsen durch Schleudern des Autos um zweimal 180 Grad und so weiter. Oh. Ich meine, das ist also auch der Traum, also mein Traum beispielsweise, irgendwo von finsteren Typen angemacht werden, sitzen 20 Mädchen ungefähr in der Nähe und plötzlich stehe ich auf und mache, huh, ha, und schon liegen sie alle flach. Sie könnten da wahrscheinlich also besser dastehen als ich am Ende. Ja, nur bei mir gucken keine 20 Mädchen zu.
Ach so, ja, wahrscheinlich. Bei mir gucken sie nach dem Kampf dann nicht mehr zu. Luis, eine Frage jetzt an Sie als Darsteller dieses Genres. Müssen Sie nun auch als Schauspieler Dinge können, wie schleudern, wie auf Schiffe springen? Wir haben das ja gesehen. Fällt man auch schon mal ins Wasser und sieht das in Wirklichkeit nicht so aufregend aus? I'm still getting it. Yes, the reality does come true. I mean, you know, ja, die Realität ist schon so. Wenn man diese Dinge macht, dann ist das ganz real. Das ist auch sehr gefährlich. Und bei den Profis haben wir das gemacht, weil wir nicht so viele Mittel hatten. Im Film war man sehr nervös, wenn wir derartige Arbeiten machten. Und ich war sehr überrascht, als man mich da auf die Schiff springen ließ. Und der einzige Stuntman, den ich bekam, war jemand, der Judy Davis geküsst hat. Das ist ein Jammer. Wie sieht es denn eigentlich aus mit den Frauen, Mr. X? Ich meine, so bei Ihrer Arbeit, passiert das auch mit einer schönen Agentin tanzen und hinterher noch ein bisschen was ins Ohr raunen? Oder was sagt Ihre Frau dazu? Haben Sie eine? Ich habe eine. Wir nutzen also sämtliche rechtlich zulässigen Möglichkeiten, Verbrechen zu verhüten oder aufzuklären. Und dazu zählen sicherlich auch manchmal Damen. Aha. Und dann muss Ihre Frau einfach sagen, Dienst ist Dienst. Und Schnaps ist Schnaps. Schnaps ist Schnaps. Was sagt eigentlich Ihre Frau überhaupt dazu? Ich meine, wenn Sie so früh aufstehen, Schulterhalfter anschnallen? Ja, sie hat sich im Laufe der Zeit daran gewöhnt. Und ich meine, sind Sie einer, der auch in seinem Privatleben so ein bisschen härter ist als andere Männer? Wenn Sie früh auf den Tisch hauen, geht er dann gleich auseinander, so mit Karate, oder? Sicher nicht. Wir haben zu Hause eine ganz strikte Aufgabentrennung. Und zu Hause bestimmt halt meiner Frau, was geschieht. Aha, das ist ja beruhigend für viele harte Männer, dass also auch im Hause eines echten Agenten die Frau mal auf den Tisch schauen kann. Ich bedanke mich bei Mr. X. Danke. Schöne Grüße an die Spione. Auf Wiedersehen. Hier überhaupt nicht keiner dabei. Thank you, Luis Collins. And I'm proud to have you here. And die Profis, zeigt uns nochmal beide im Bild, das wäre auch ein Team gewesen. Would it be a team for TV? Oh, that's great. Ja, great, aber zu spät. Great, but too late. In diesem Sinne bedanke ich mich. Schönen Abend. Und wir schalten nochmal ins Oktoberfest. Mike Krüger hat das Geschehen fest in der Hand. Nochmal Abschied für Luis Collins hier. Applaus